Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2. Ich bin jetzt eine Runde weiter. In der Runde 41 habe ich hier mal das ganze Geld, was ich hatte, und hier mal ein bisschen Industrie eingepackt oder eingebaut. Wir haben hier viele Makropolwelten, kleine Werften, zivilisierte Welt, das bringt alles ein bisschen mehr Geld. Darum kriegen wir jetzt schon 227 pro Runde. Jetzt habe ich erstmal von hier mich zurückgezogen. Und ja, einen Strukturpunkt haben wir auch gekriegt. Wir müssen hier jetzt die Flotten irgendwie wieder hochpushen. Anders kann ich das jetzt nicht nennen. Denn wir haben noch ein Problem. Nicht nur, dass wir jetzt hier unsere Mission haben, eine. Die zweite hier, dass wir quasi den Necrons und den Elder auf die Nase hauen müssen, sondern hier war das. Einmal haben wir hier unseren Angriff in zwei Runden. Das kann er ja alleine fortführen oder ausführen. Den zweiten Angriff, den wir haben, bekommen haben, gerade eben, das ist direkt unser Cardia-Sektor. Da kommt nämlich die doppelte Anzahl, also das sind zwei große Flotten wahrscheinlich. Und das kommt in vier Zügen. Das heißt, entweder packe ich jetzt ganz viel Geld in Cardia rein. Weil Cardia müssen wir halten. Das ist, wir hätten es auch ausbauen sollen. Tja, ich bin da noch am Überlegen, was ich mache. Wir dürfen diesen, warte mal. Blablabla. System, genau, wir dürfen dieses System nicht verlieren. Das heißt, ich mache erstmal hier einen fertig, der kann dann hochfliegen. Und das, was hier überlebt, die kommen dann runter. Die müssen den Cardia-Sektor irgendwie halten. Wir könnten zwar neue Truppen rekrutieren, wir haben noch zwei Flotten frei, oder drei sogar. Das Problem ist, wir haben kein Geld und ja. Uns fehlen so ein bisschen die Manpower. Oh, hier könnte man einen neuen Chef rekrutieren. Oh, der ist natürlich ein bisschen größer hier. Aber dann ist er nicht komplett. Ich hätte jetzt erstmal so einen kompletten, ne? Also jetzt hier ihmchen zum Beispiel. Spire. Er kann sich hier gerne noch ein, zwei Runden ausruhen. Das ist ja nicht schlimm. Diese Ladezeiten, die kotzen mich an. So. Von der Mars-Klasse oder Armageddon-Klasse. Oh. Nova-Kanon. Heidi-Heidi. Und das kriege ich sogar punktemäßig rein. Jawollo, ey. Ich kann mir nur eins kaufen von denen, aber. Das finde ich schon mal geil. Der hat Bombergeschwader dabei. Hat das die Lune oder Gothic auch? Nö. Also ein so mit einem Geschwader wäre schon mal gar nicht verkehrt. Was ist der denn hier? Schuss einer Nova-Kanone. Jawollo, das ist doch mal geil. Ich weiß nicht, was sie bringt. Es ist aber. Oh, mal nicht schlecht. Start- und Landebuchten. Die Armageddon bringt sowas nicht mit. Natürlich ist er auch gleich das teuerste. Frage ist, reicht 273, um den zu kaufen? Oh, es würde reichen. Tut mir leid, es ist eigentlich doof, was ich mache. Ich mach's aber. Weil es ist gar nicht verkehrt, ein, zwei leichte Raumschiffe zu haben. Naja. Jetzt habe ich hier richtig Geld ausgegeben. Wie lange? Eins, zwei. Reparieren kannst du ja auch im Cardia-Sektor. Ja, genau, Cardia-Sektor. Oder? Bin ja richtig falsch, oder? Ja, Sektor. Alles richtig gesagt. In dem System Cardia. Vier Züge.
Ah, der braucht schon ein bisschen. Ich glaube, wir bauen hier mal Minenfelder. Dann haben wir eine Runde mehr. Dann lasse ich hier noch eine Runde unten. Dann können wir vielleicht hier nochmal eine andere Flotte ausbauen. Nicht, dass die uns hier gleich irgendwie angreifen. Ansonsten würde ich erstmal sagen, war's das. Jetzt haben wir uns natürlich einen dicken Brummer gekauft. Jetzt werden wahrscheinlich die Einnahmen dadurch auch sinken. Aber wir haben nicht so viele Konstruktionspunkte, sehe ich gerade. Jetzt kriegen wir nur noch 200. Ich könnte ja noch eine Runde warten. Kann ich irgendwas überhaupt noch upgraden auf Stufe 3? Nö, kann ich nicht. Hier könnten wir nochmal 10 Talerchen mehr bekommen pro Runde. Hier 20. Ja. Kann ich mir jetzt dann einen Anführer kaufen? 200, ne, dann sparen wir noch eine Runde. Ich schicke ihn schon mal los. Nee, falsch. Einen darf er noch. Ne, ist er richtig pünktlich. So, was reparieren kann er auch dann dort machen. Wir haben es ja um eine Runde verzögert. Das sind jetzt hier 4 Runden. Sehe ich das gerade richtig? Dann hat er quasi nur eine Runde. Ne, ja, 2 Runden oder so. Das muss rocken. Das muss rocken hier gleich. Das muss rocken. Das Schlimme ist, das Ganze zieht sich wie Kaugummi. Bis wir jetzt hier Fortschritte erzielen, wird sich das hier schön nach und nach erhöhen. Also es wird nicht leicht. Gut, ich hätte hier einen Anführer gern. Und Gorstet. Machen wir wieder einen Zug weiter. Jetzt gibt es erstmal da Action. Ja, Empires of Shilden. Ich glaube, ich hießen die. Ja. Doch ein Tuck stärker. Wahrscheinlich zählt jetzt schon diese Verteidigungsplattform rein. Mein Plan hier wird jetzt sein, mit der, wenn wir jetzt nicht irgendwelche Punkte einnehmen müssen, mit meiner Flotte in der Nähe von diesem Geschützturm einfach uns hinzustellen und den Feind kommen zu lassen. So, dass die Türme mit drauf schießen und wir dadurch vielleicht einen Vorteil haben und ja, weniger einige eigene Verluste haben, ne? Wir müssen unsere Verluste... Oh, es sind nur 3 Schiffe? Das ist natürlich auch unschön. Wir müssen unsere Verluste so gut es geht minimieren. Wo sind denn die Geschütztürme? Nicht blind? Ach, da. Können wir uns schön mittig reinpacken. Los, bereit. At your command. At your command, genau. Ich gebe mal. Full speed. Gib mal Gas. Oh, man sieht ja so richtig. Das ist unsere erste Schlacht mit Plattform, Where ne? shall we strike? Man sieht sogar die Plattform, okay. Und man hat sogar einen Radius. Schön. Give us purpose. Normal. Und Schleicher. Plotting stealth approach. Zwei Signale, zwei Signale. Frontbewaffnung. We stand ready. Ach, hier haben beide Bomber. Nur der eine hat Torpedos und der andere nicht. Gut. Können wir schon mal ein bisschen am Rand fliegen? Ja, sie greifen an. Aber ich warte noch, bis sie rankommen. Sollen sie schon mal ein bisschen unter Beschuss nehmen? Die können sie von mir aus zerdeppern. Das ist mir Wumpe. Ein Treffer. Aber die haben auch einen Streu, die Leute. Ah. Also sie kommen näher. Solange sie näher kommen, ist mir das Wumpe. Ah, der trifft nicht schlecht, da kommt Flieger oder was? Ach nee, das war ein Nahkämpfer. Enemy in sight.
Gut. Show us the enemy. Enemy in sight. It will be destroyed. Feuer, Feuer, Feuer. Schleichfahrt deaktivieren. Give us purpose. I am listening. To where we are needed. So. Haben wir nicht Bomber? Nee. Initiate Thunderhawk bombardment. We stand ready. Nachladen. So habe ich mir das gedacht. Where shall we strike? Nächster. Obliterate that target. Enemy in sight. Ah, sie hätten uns mal für die nächsten Leute aufheben sollen. Wieder frei feuern, Entschuldigung, habe ich vergessen. Our rock cannot be denied. Feel our might. So, schön. Die Kleinen sind wir schon mal gut los. Jetzt können wir nämlich auf den nächsten gehen und die Station kann dann die anderen angreifen. Fantastisch. Und die halten uns noch gerade ein bisschen weg. Ah, zu spät. Ah, es waren Waffen. Ich dachte, es wären Jäger gewesen. So. Feuer auf den Hinteren. Na, der Schild, das Schild ist wieder fertig. Engines engaged. Er hat uns gesehen. Plotting stealth approach. Nee, Schleichen braucht er nicht mehr. Schleichen hat sich erledigt. Moving to position. Enemy in sight. Ah, komm auf die Bewaffnung. Show us the enemy. Kann ich auch die sagen, hier auf ihn schießen? Nee. I am listening. All power to engine. Energie hinterher. Standard speed engaged. Hold course. Initiate Thunderhawk bombardment. Repositioning. So, Torpedospaß will ich haben. Enemy in sight. Space Marine. Engines engaged. Oh nein, nein, die gehen daneben. Scheiße. Obliterate that target. Ja, wir kämpfen auch echt gegen diese Dinger da. Oh, wir müssen einen Blitzeinschlag machen.
Standard speed engaged. That is impossible. Na, die müssen. Show us the enemy. Feel our might. So, jetzt Blitzeinschlag da. Bulkhead's failing. Teleport attack successful. Strike quickly, brothers. We stand ready. Moving to position. At your command. Standard speed engaged. Jawohl, Enter-Torpedos sind angekommen. Where shall we strike? Das ist nicht leicht, die da zu knacken, ey. Boarding successful. Ja, die Bewaffnung der Space Marines ist nicht so leicht. Finde ich, also. Give us purpose. Hold course. All power to engine. Standard speed engage. Schade. At your command. Thunderhawks. Los Thunderhawks. Show us the enemy. Die halten was aus, ist unglaublich, ey. I am listening. Generator beschädigt. Ich versuche jetzt mal da rauszuholen. Damit er reparieren kann. We stand ready. Kann ich die Schleichwart hier deaktivieren? Give us purpose. Rearm. Enemy in sight. Hier, darauf weiter schießen. I am listening. Oh, ich hab den hinteren angehabt. Ich wollte den hier angehaben. Die kommen auch nicht hinterher, meine Space Marines. Der ist nicht weg. Oh nein, stopp, stopp, stopp. Hier beide. Der hat's du nicht nachgeladen. All servitors and tech marine, begin repairs. Give us purpose. Initiate targeting protocol. Will einfach nicht kaputt gehen. Gibt's doch nicht. To where we are needed. Enemy in sight. I am listening. Launch Thunderhawk. Ah, diese scheiß Torpedos sind schon wieder zu spät. Where shall we strike? It will be destroyed. Die müssen wieder hinterherkommen, das ist ätzend. Endlich. Da hat er wieder sein Schild verloren. Ruhig weiter erstmal auf den einen da zerstören. Nicht, dass der wiederkommt. Da habe ich keinen Bock drauf. The enemy. Enemy in sight.
batteries, fire! Launch Thunderhawks! We stand ready. Full speed! Standard speed engaged. Where shall we strike? Ja, Blitzschlag ist defekt. Kann auch nicht mehr abhauen. Show us the enemy. Du machst nur noch frontal. Aber vielleicht kommt er ja wieder, ne? Ich warte nochmal. Engines engaged. I am listening. Oh, schön Abfangjäger bekämpfen. Give us purpose. Ah ja, kommt da. We stand ready. Du bleibst immer stehen. Ich würde dich gerne reparieren, aber naja. Where shall we strike? Ich glaube, das wird nichts mehr hier. Show us the enemy. Moving to position. Repositioning. I am listening. We stand ready. Gut, dass wir noch Jäger hatten hier in der Nähe. Müssen so ein Schild irgendwie runterkriegen. Give us purpose. To where we are needed. Jetzt Torpedos, Alter. Nein, ich kotz ab, ey. Underway. Fuck you. Dafür dick Schaden kassiert. Das gibt's doch nicht. Thunderhawk bombardment. Show us the enemy. Alter, nervt er mich langsam. Where shall we strike? So. Give us purpose. Hold course. Engines engaged. All power to engine. Standard speed engaged. Hat doch sein Schild schon wieder nachgeladen, ne? Gibt's nicht. We stand ready. Mach den kaputt da. Launch Thunderhawks. Enter-Torpedos, Feuer frei. Jawoll. War nicht so leicht. Ah, die Space Marines tun sich schwer. Die haben nicht so die dicken Kanonen, ey. Das ist, weiß ich nicht. Space Marines brauchen unbedingt die imperialen Begleitschiffe. Wir brauchen Spire oder so. Hauen ja unendlich drauf. Aber wir haben ein bisschen Schlachtplan geklaut. Das ist ganz gut. Eisen auch wieder beschädigt. Das sieht nach einem schweren Schaden aus. Aber ist ja erstmal egal. Wir sind jetzt hier quasi safe und können ihn gleich nach unten zu den Spire schicken. Toll, das hat sich noch verbessert. Jawohl. Das freut mich. Das macht es mir hier unten noch einfacher. Finde ich einfach toll. So. Fangen wir erstmal mit den wichtigen Sachen an. Das heißt, du
bist safe. Ab in den Kardia-Sektor, ins Kardia-System. Da kommt er aber erstmal so schnell nicht hin. So. Spire, 600 Stärke. Jawohl. Und weil das hier so wichtig ist, machen wir ja auch nochmal Unterstützung mit den Plattformen. Kardia. So. Agrippina. 326 Goldstückchen. Jetzt dürfen wir hier den einen Anführer kriegen, oder? Genau. Auch gleich Kreuzerklasse, nicht leichter Kreuzer, Kreuzer. Zack, nehme ich. So, der kriegt nur ein, zwei kleine Begleitschiffe, dann ist er wieder quasi auf dem aktuellen Level, sage ich mal. So, wenn der nämlich auf dem aktuellen Level ist, können wir mal langsam... braucht man noch ein bisschen mehr Stärke. Ich würde hier gerne mal was wegfegen. Von dem Dreck, der hier ist. Vielleicht einfach hier das Necron-System. Das da. Vielleicht. Genau, das... Also ich würde so erstmal, ich würde glaube ich erstmal so arbeiten, dass wir die Mission kriegen. Aber der hier, das dürfte der erste sein, den wir kriegen. Da müssen wir hoffen, dass die irgendwann da mal in unser Gebiet einfallen. Oder er hier in unser Gebiet, dass wir die hier schwächen. Oder die Elder schwächen. Aber die Elder bisher kommen ja nicht aus dem Pott. So. Wir haben kein Geld mehr, wir haben alles gemacht, was wir machen konnten. Das Chaos verbessert sich. Und der will unser System. Das weiß ich zu verhindern. Ja, wir haben jetzt wieder... Ja, unsere Einnahmen werden jetzt wieder weniger, weil unsere Flotte größer wird. Das ist aber normal. Leichte Kreuzer, zwei Stück. Du warst aber auch imperial, ne, mein Freund? Genau. Er lädt gerade. Genau. Also. Den würde ja vielleicht ein Kreuzer reichen. Was haben wir hier? Torpedo, 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 Torpedo. Wir könnten hier vielleicht auch ein, sag ich mal, Flugzeugträger gebrauchen. Oder was Geiles mit einer Nova-Kanone. Ich habe, glaube ich, noch keinen mit sowas eingesetzt, ne? Der hätte... Der Diktator. Ich kauf mal den Diktator. So, dann hat er noch 173 Punkte. Dann kriegt der nämlich hier nächstes Mal ein paar kleine Einheiten und dann ist der erstmal dufte. Dann bin ich... Oh, ich hab's nicht auf ab. Ich hab nicht bestätigt. Oh. Also... Diktator, habe ich gesagt. Rin. Stetigen. Freuen. So, jetzt sind es nur 159. So. Dann können wir angemessen auf den Necron agieren. Und sonst war es das auch hier schon wieder, ne? Hier sind es noch zwei Züge. Ah, habe ich ihn fast vergessen. So. Das heißt, wir haben 1000, aufgerundet vielleicht 1100 Punkte. Wir haben
Waffenplattform, das ist unterstützt. Das hat das. Die Chaos-Schiffe hatten sich gerade auch drauf konzentriert, ne? Auf unseren Waffenplattformen. Das ist ja gar nicht verkehrt. Wenn sie ihr Feuer darauf konzentrieren, dann können wir unser Feuer natürlich auf sie konzentrieren. Sollen sie sich doch mit diesen scheiß Raumstationen beschäftigen? Das kann ja uns eigentlich egal sein. So. Hallöchen. Kleiner Necron. Ah, Sautek. Da heißt du. Da stand da. Long ago, before mankind was even a footnote in galactic history, the Necrons ruled the stars. But the march of time and grievous war forced them into hibernation. For 60 million years, they slumbered, untold legions entombed in deathless slumber, waiting for the hour in which their rule would once more shape the galaxy. Now, at long last, that time has arrived. With the coming of Abaddon's Black Crusade, life stirs beneath dead worlds. The mad Pharaoh Khefrek rouses the Neferu dynasty to war. Ships of living metal blacken the stars, immune to the perils of an uncaring void, harnessing technology far beyond mankind's grasp. These vessels bestride the stellar wastes of the gods of old, reuniting the sundered worlds of the Neferu in a single, glorious purpose. But Khefrek's plans go deeper than mere reconquest. The expansion of Dominion is but one step along the path that will either see him master of all he surveys, or the world bordering the Eye of Terror reduced to ash. Ja, das sind die Necrons. Tempo und Wendigkeit ist das A und O, aber ich glaube auch nicht bei den Necrons. Aber die können sich hin und her teleportieren, das ist ganz geil. Aber egal, egal was da gleich kommt, machen wir alles platt. Keine Gnade, der Imperator duldet sowas nicht. Es muss getötet werden. Oh, schön mit dem Blau. Sieht das echt gut aus. Aber Blau ist ja immer so... Naja, ihr wisst ja schon was. Space Marine. Siehst du aber schick aus mit dem Blau. Wenn ich da nicht an Ultras denken würde. Boah. Wie das eigentlich auch cool aussieht. Oh. Hier, aber reinigt doch mal eure da Schiffe da, Mensch. Das sieht ja aus, hier Gebrauchsspuren, richtig. Aber hier auch. Okay, okay. Oh, das ist auch ein schönes Grau. Schick, 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 schick. So. Oh, da haben wir noch eins. Der Gatling Gun hier an der Seite sieht ja cool aus. Diese Gatling Gun Geschütze. Was ich immer nur befremdlich schon früher fand, sind diese Kirchendächer. Immer dieses, aber es ist halt der Stil, ne? Von denen. Hast du quasi Kirchen auf deinem Schiff. Naja, Geschmackssache, Geschmackssache. Aber dadurch heben sie sich halt ab. So. Wie war jetzt mein... Scheiße. Du bist der Anführer? Die Führer in der Mitte? Ich weiß nicht, ob ich das alles hier so sinnig mache, aber egal. Das wird schon klappen. Wir haben keine Gebiete, wir müssen einfach nur nett sein. Schilder aktiv. Oh, Nova. Nova, Nova.
Frontbewaffnung. Antriebe. Go. Engaging engines. Na, komm mal hier ein bisschen daneben. So. Underway. Muss ich selber Nova-Beschuss anordnen? Aha. Wir müssen auf jeden Fall weiter weg sein. Die Bewegungsgeschwindigkeit aller Schiffe in dem Bereich wird um 25% gesunken. Okay. Also die Kanone ist jetzt für mich auch neu. Ich muss auch erstmal gucken, was das ist, was das kann, was das macht. Ich hoffe, es macht gut Schaden. We serve. Course engaged. So, ich springe euch mal ein bisschen in Position da. Brüllt mir zu lange rum. Das ist eine Angriffsflotte, da haben wir Abwehr. Abfangjäger. Fury Interceptors in flight. Abfangjäger wurden losgeschickt. Aber, ja, keine Chance. Habt ihr die Flaks gesehen? Keine Chance. Das Abwehrfeuer war einfach zu stark. Haben bisher nur ein Signal. Kann man nicht vorstellen, dass es ein Signal nur ist. Changing course. So, Nova-Spaß. Ich will jetzt mal Nova-Spaß haben. Am besten wäre jetzt aber, wenn man... Enemy sighted. Das irgendwie... Oh. Your orders? Was ist das? Okay. Also die Bewegungsreichweite wird um 75% gesenkt. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt gegen die Eldari, ne? Nur mal so gesagt. Achso, ihr dürft alle frei feuern, habe ich vergessen, Entschuldigung. State your order. Ah, machen wir alle seitlich. Oh. We serve. Kämpf. Oh, oh, oh. Enemy sighted. Ruf zu den Waffen. Oh, der will auch nicht sterben da. Stirb, du Halunke! Flucht, gibt keine Flucht, gibt nur den Tod. Da auf den Kleinen. Wenn wir den Kleinen haben, holen wir uns den Großen. So, wir müssen ihn hier irgendwie reparieren. Abfangjäger. Fury Interceptors in flight. So. Jetzt wäre echt mal ein anderes kleines Schiff gar nicht verkehrt gewesen. Weil die haben eine bessere Reichweite, was Aufklärung angeht. Die haben ja nur Kreuzer. So. Dich ziehe ich raus. Coordinates acknowledged. Das müssen die anderen jetzt hinkriegen. Der ist... Der hat schon gute Strukturpunkte runter. Enemy sighted. So, seitlich feuern. Los! Engaging target. Drauf da! Boah, jetzt wird gekämpft. We serve. I am. Haha. Destruktor. Achso, Stasis wäre vielleicht auch noch interessant gewesen. Ah, egal, zu spät. Ich habe sie falsch rumgemacht. Oh. We wait your command. Starhawks loaded and sent. Nachladen, Feuer frei. Die Schüsse kommen in Slow Motion, ey. Klack, klack.
Fein, fein, fein. Ship ready. Ja, ich glaube, viel macht er nicht mehr. Den haben wir echt gut zugesetzt. Alleine, wo, als er durch diese Schiffe geflogen ist und wir die ganzen Truppen losgeschickt haben, hat er keine Chance. Ja, genau. Komm her. Understood. Understood. Ja, jetzt will ich ein bisschen mehr. Und immer Bomber. Nein, Torpedos. Ich muss Torpedos schießen üben. Es ist absolut scheiße. We serve. Los, außer Reichweite. Ah gut, einen Eigenbeschuss. Na gut, das geht ja mal. Es kann ja mal vorkommen in einer Schlacht, ne? Dass man so ein Torpedo mal abkriegt. Das kann ja mal vorkommen. Ja, ganz klarer Sieg. Das einzige Schiff, was das abgekriegt hat, war halt der Kreuzer. Das ist natürlich schade. Die haben sich da echt auf diesen Kreuzer fokussiert und der hat auch ganz gut was abgekriegt. Der arme Diktator. Gut, hat aber Spaß gemacht. Da noch so ein, zwei kleine Schiffchen und dann wird's schön. Also. Nee, Todesfeld will ich nicht. Kann ich hier noch was upgraden? Oh ja, hier. Oh, Industriewelt. Das sind dann jede Runde 60. Nice. Dann ziehe ich die mal zurück. Ich denke mal, dort können sie sich besser reparieren. Na, hier haben wir 36 und so. 7 hier ein bisschen weniger. Jetzt haben wir schon wieder 195. So geht das. So und nicht anders. Wenn wir jetzt wirklich diese ganzen... Oh, mein Auge, ich hab da was drin. Wenn wir jetzt hier nicht hier die ganzen Gegenangriffe hätten in den anderen Sektoren, dann könnte ich ja schon längst wieder ein, zwei Punkte einnehmen. Aber nein, man muss ja zurück und sein Territorium schützen, weil sonst bricht einem das Geld weg. Aber wie es weitergeht, werden wir erst nächstes Mal erfahren. Also wenn euch das gefallen hat, lasst mir doch gerne mal einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Unterstützt den Imperator, unterstützt Heinrich den Löwen. Ich bin nicht der Imperator, aber ich kann Abos gebrauchen. Also, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.